So, ich möchte es hier jetzt weitersehen. Nee, so. Ich habe noch eine magische Präsenz aufgespürt. Seid ihr bereit? Der Magienutzer. Mhm. Die magische Präsenz ist jetzt in einem Grab. Ich werde es markieren. Helft mir, hineinzukommen. Ja, da kommen wir gut hin. Dafür haben wir zum Glück das Wasserwandeln. Mir fällt jetzt erst auf, wie schön eigentlich, auch wenn das Wasser fast schon statisch ist. Weil die Wellenbewegung nicht da ist. Aber wenn man so das sieht, ist es echt schön. Dafür, dass es ein ja, Fake-Lichteinfall ist, sage ich mal so. Oder? Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Zauberstab. Oh, hier waren wir doch schon mal. Stimmt. Ich glaube, das hier hatten wir aber auch schon beendet gehabt. Also da brauchen wir jetzt nur den Stab holen und dann können wir wieder raus. Mhm. Oh, Kampf? Kampf, natürlich. Uiuiui. Geht aber vom Schwierigkeitsgrad. Ich meine, der ist jetzt schon down. Du nimmst den Stab. Die Frage ist, wofür wurde er jetzt verbannt? Ich gehe lieber hier oben lang. Brauche ich nicht in der Mitte riskieren, getroffen zu werden. Ich glaube, dafür ist es auch da. Ja, das ist nicht so schlimm. So. Haben wir jetzt zwar einen kleinen Umweg, aber... Naja. Ist nicht ganz so dramatisch. Moment, so rum. Ruwusch. Du bietest den Stab an. Warte mal, dieser Stab ist von damals als geheimnisvoller Soldat. Mein König, einer der reisenden Magier, hat ihm heute einen Stab geschenkt. Er hat ihm gesagt, dass er das Potenzial für Magie hat. Was? Hat er Fragen gestellt? Er hat nach dem Zeichen an seinem Kopf gefragt, mein König. Sie müssen ihm sagen... Psst, er ist hier! Okay... Rufus, mein Junge, du kannst diesen Magier nicht vertrauen. Wir müssen den Stab untersuchen. Komm, gib ihn mir. Vertrau mir. Ich werde ihn sicher für dich aufbewahren. Warum glaube ich das nicht? Du wirst immer auf mich hören, stimmt's? Ah. Klingt mehr nach Knechtschaft als nach dem von wegen, Kniekratzen. Entschuldigung. Als dass das irgendwie eine gute Beziehung zwischen den beiden wäre. Naja. Warte, also diese Erinnerung hat uns gezeigt, dass ich zaubern kann? Oh, Wufkay. Ich glaube, das Zeichen formt eine Art Symbol. Hm. Kundschafterrüstung. Okay. Ich habe die, glaube ich, gerade nicht an. Ich muss mehr erfahren. Komm wieder zu mir. Ich bin dann irgendwo hier. Aber warum wurde er denn verbannt? Nee, das ist die scharlachrote Rüstung. Kundschafter ist das hier. Nee, lass mal. Level 95 ist ein bisschen hart, aber ich möchte es probieren. Oh, diese magische Präsenz scheint mächtig und nah zu sein. Ich benötige definitiv eure Hilfe. Der Mächtige. Du weißt, als ich in der Nähe gesagt habe, meinte ich das wirklich. Es ist wie ein Jucken an meiner Nase. Offensichtlich kann ich dort nicht kratzen, aber vielleicht könntest du mir helfen und mich dort kratzen? Du kratzt die Nase des Schädels. Oh, das fühlt sich viel besser an. Warte, das Jucken hat sich bewegt. Jetzt ist es an meinem Horn. Was? Oh, viel besser. Verfehlt. Es ist wieder an meiner Nase. Okay, das ist gut. Oh nein, warte. Ich muss niesen. Ha, ha. Ha, puh.
Endlich, jemand ist hier. Und jetzt juckt mir die Nase. Oh nein. Ja. Oh, ein Drache? Ich warte so lange. Finde einen Weg, zu mir zu gelangen. Bitte sag, du bist lieb. Ja, die Frage ist nur... Wahrscheinlich irgendwo hier entlang, oder? Na, so rüber bestimmt nicht. Okay. Versuchen wir es erstmal hier an den Seiten. Ah ja, gut. Oh, der Weg ist... hier, okay, da lang. Ist ein bisschen verwinkelt. Oh, da links ist ein Gegner. Au. Oh, sogar mehrere. Kümmern wir uns erstmal um diese hier. Die sind durchaus gefährlicher, deswegen... Oh, okay, okay. Ja, ich weiß, ich habe ja gesehen, Level 95. So. Den Heilzauber hatten wir jetzt auch schon auf Maximum, oder? Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Okay, ich könnte jetzt hier den Weg nehmen oder da oben bei den Steinen. Ja, Level 10. Schon das Maximum. Wir könnten aber die anderen Zauber nochmal aufwerten für unseren Kumpel hier. Ja, einfach mal sehen. Fast schon komplett draufgegangen, die Typis hier. Die Steine. So, Level 95. Passt gerade perfekt. Ja, wir kommen jetzt... Oh, okay. Hier. Hier entlang. Oh, jetzt kommen wir direkt zu ihm. Okay. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte nur dies geben, bevor ich für immer verschwinde. Der Drache gibt dir eine Drachenschuppe. Oh! Zeig das, Rufus. Ich muss... Er muss sich erinnern und die Wahrheit sehen. Dieses Gefängnis hat mich viel zu sehr geschwächt. Ich hoffe, meine letzten Worte erreichen ihn. Endlich mal ein lieber Drache. Meister, es tut mir leid, dass ich dich nicht beschützen konnte. Bitte vergib mir. Oh, okay. Bellende Hundekuchen. Wo seid ihr zwei hin? Und was habt ihr da? Was habt ihr da? Du bietest die Drachenschuppe an. Hä? Ist das eine Drachenschuppe? Warte, da kommt eine weitere Erinnerung. Du willst weggehen? Ich habe dir alles gegeben. Du wirst bleiben und für mich kämpfen. Alle meine Bemühungen, dass du niemanden außer mir hast, waren vergebens? Ja, ja, das ist eher Knechtschaft. Warte, nein, ich wollte das nicht sagen. Hör sofort auf damit. Du wirst mir zuhören. Du wirst... Wow, war das das Gebrüll eines Drachen? Und warum schien dieser König so böse? Oh. Warte, ich erkenne dieses Symbol. Es ist das Zeichen eines Drachenbluts. Aber warum ist es hier? Oh, ist das vielleicht ein Nachfahre von unserem Knuffelchen aus Teil 1? Ich muss darüber nachdenken. Ich werde wohl weiter hier sein. Das ist interessant, tatsächlich. Oh, schade, Level 100. Können wir leider noch nicht machen. Das ist mir momentan dann doch zu doll, leider. Ah, oh, jetzt... Ah, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ach, Mann. Ich weiß, ihr wollt bestimmt auch wissen, wie es mit der Hauptstory weitergeht, aber ich möchte jetzt erstmal ein paar von den Nebenmissionen noch weitermachen. Da zum Beispiel, Level 70. So, gehen wir da mal kurz hin und dann muss ich aber gleich mal kurz was machen. So, die Pfotase. Sekunde, ich muss mal eben den Pullover ausziehen. Mir ist so scheußlich warm. Bäh. Ja. Das Lustige ist, wir haben heute den 19.06.2024.
allen Leuten ist zu warm. Wenn ich die Fenster aufmache, ist mir zu kalt. Ich habe letzte Nacht gefroren. Weil es bei uns hier gerade mal 16 Grad sind in Norddeutschland. Alter, boah. Ich find's schön, dass der Sommer angenehm ist, aber trotzdem. Oh, es ist warm. Uiuiui. Aber ganz ehrlich, ich friere lieber, als dass ich schwitze. Wie viel habe ich? 23,7 hier im Zimmer. Naja. Jebel. Oh, hallo. Möchtet ihr mir helfen, dieses Wuftopia zu einem noch tolleren Ort zu machen? Gute Absichten. Oh. Mein Name ist Jebel. Willkommen in meinem Wuftopia. Ich habe sehr hart gearbeitet, um dies zum besten Ort für Hunde zu machen. Und alle Hunde sind meine Fellfreunde. Schön. Das Wasser von diesem Photase-Teich hat mir viel geholfen. Es hat eine beruhigende Wirkung auf Hunde. Oh, das ist schön. Um für dieses Wuftopia zu werben, habe ich zwei Fässer dieses Wasser draußen aufgestellt. Ich denke, sie sind fast leer. Ich habe sie markiert. Könntet ihr sie bitte für mich wieder auffüllen? Okay. Jebel gibt dir eine Flasche mit Photase-Wasser. Ich könnte auch Jabel sagen. Kein und Abel, aber Jebel hört sich irgendwie lustig an. Irgendwie schöner an. Ah, okay. Moment, Grab des Wolfes. Da können wir noch nicht rein, ne? Nö. Abgesehen jetzt von der Mission hier. Mhm. Oh, ich bin aber echt gespannt, wie das mit der anderen Mission weitergeht. Hey, danke, dass ihr diese Monster für mich vernichtet habt. Ich nehme dieses Fass. Nein, das sollst du aber nicht. Okay. Der Bauer wirft das Wasserfass ins Meer. Aber warum? Ihr zwei glaubt besser nichts von dem, was Jebel sagt. Auch werde ich definitiv vor euch zu diesem zweiten Fass gelangen. Sagt doch einfach, was los ist. Ach, Menno. Sagt doch einfach, was los ist. Warum immer so umständlich und kompliziert? Hey ihr wolltet dieses Wasser probieren. Ihr solltet dieses Wasser probieren. Es ist völlig pfotsam. Jawohl, es ist Beltasti. Hä? Da ist sie. Hundekacke, ich war zu spät. Wuftopia, es ruft nach mir. Wuftopia, ich komme, warte auf mich. Oh, okay. Seht ihr, was das Wasser getan hat? Jebel nutzt Gehirnwäsche, um Hunde zu sich zu locken. Er hat komische Chemikalien in diese Photase gegeben. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Ich habe einen Plan. Treffen wir uns später im Kugelheim. Himmel. Ja, Heim. Kugelhimmel. Also ich kann es verstehen, dass man eine Oase schaffen möchte. Eine Photase meine ich natürlich. Dass alle dort glücklich sind, aber zum Preis der Individualität des eigenen Charakters? Nee, das geht nicht. Des eigenen Willens vor allem. Das geht nicht. Ihr seid hier. Ich bin Velpi. Wenn ihr Jebel stoppen wollt, müsst ihr zuerst etwas besorgen. Schlimme Folgen. Ich habe das Wasser untersucht und herausgefunden, wie man die Wirkung der Gehirnwäsche neutralisiert. Ich habe ein Gegenmittel entwickelt, aber ich musste sicherstellen, dass Jebel nicht davon erfährt. Okay. Deshalb habe ich mich mit einem Zauber, den ich von einem Händler gekauft habe, in diesem Grab versteckt. Mhm. Wenn du auf die richtige blaue Kachel trittst, wird der Versteckzauber deaktiviert. Ich bleibe hier und schnüffle nach einem Ausguck, während du hineingehst und das Gegenmittel holst. Viel Glück. Ach je. Betrete die richtige blaue Kachel, um den Versteckzauber zu deaktivieren. Fragt sich nur welche. Ich glaube, da müssen wir jetzt mit hier ausprobieren. Unser Glück versuchen halt, ne? Au. Mhm. Waren wir hier schon mal drin? Ich glaube ja.
weiß es gerade gar nicht mehr. Also so eine Ebel hatten wir vorhin schon mal. Das hatten wir auf jeden Fall schon gehabt. Da war dann hier unten eben die Kiste, genau. Da waren aber nicht ansatzweise so viele Monster hier. Aber wahrscheinlich jetzt wegen dem Auftrag. Die richtige blaue Kachel. Ich weiß aber nicht, ob man sie erkennt. Ich glaube nicht hier am Eingang, bloß nicht. Oh, wie das hier gerade aussah wie Blut. Entschuldigung. So. Ich weiß, ich und meine Fantasie manchmal. Ah, okay, mit einem Stein ist die markiert. Du bekommst Velpys Gegenmittel. Mhm. Und dann wollen wir hoffen, dass da auch wirklich jetzt die Leute mit geheilt werden. Du gibst Velpy das Gegenmittel. Schnupper, kommt, folgt mir. Ich gieße es in die Pfotase. Mhm. So, Velpy gießt das Gegenmittel in die Pfotase. Ja. Wufftastisch. Es wird etwas dauern, bis es sich mit dem Wasser vermischt. Hier eure Belohnung. Sturmrüstung. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Geht und besuche... Geht und besucht Jebel später, um zu sehen, ob das Gegenmittel fällig wirkt. Mhm. Oh, und vielen herzlichen Dank. Natürlich, Hirnwäsche geht gar nicht. So. Das war die Sturmrüstung, ne? Ja. Ah, 400 minus Leben, aber... Ich glaube, die ist besser momentan. Die möchte ich dann eher anhaben. So, Level 75. Ihr zwei, etwas stimmt nicht. Ich benötige eure Hilfe, um dies zu beheben. Wufftopia. Das ist furchtbar. Meine Fellfreunde verlassen mein Wufftopia. Ja, ist klar, weil sie nicht mehr unter dem Einfluss stehen. Hm, was tue ich hier? Tschüss. Siehst du, warum gehen sie weg? Ich habe mich so bemüht, damit sie alle meine Fellfreunde sind. Es sind keine Freunde, es sind in dem Sinne Sklaven. Meine Güte. Jemand muss die Pfotase sabotiert haben. Kann es sein? Ich muss die Pfotase inspizieren. Folgt mir. Ich benötige ein paar extra Nasen, um Hinweise zu erschnüffeln. Mhm. Ich rieche definitiv etwas, das nicht hier drin sein sollte. Ich glaube, ich kann die Quelle erschnüffeln. Schnuffnase, schnuff, schnuff, schnuff. Wartet, ich rieche es. An euch beiden! Ihr seid diejenigen, die mein Wufftopia sabotiert haben? Ihr habt mir meine Freunde weggenommen. Dafür werdet ihr büßen. Kampf. Möchte man wirklich auf so einer Basis die Leute dann als Freunde betiteln? Ich glaube, da können wir uns jetzt, könnte man sich wirklich jetzt lange drüber unterhalten und man weiß einfach, dass es nicht richtig ist. So. Komm schon. Gut. Nein, warum? Ich wollte nur Fellfreunde. Ich war immer der Letzte. Keiner wollte je mein Fellfreund sein. Das stimmt nicht. Der ist sie ja. Er oder sie. Ich sage jetzt einfach sie. Ich war stets an deiner Seite. Aber diesmal bist du etwas zu weit gegangen. Etwas? Ein wenig sehr. Trotzdem tut es mir sehr leid, dass ich dich alleine gelassen habe, Jebel. Velpy. Vielleicht auch eine Anspielung an irgendwas, nur das raffe ich jetzt leider nicht. Meine beste Fellfreunde für immer. Ihr beiden, kommt hier rüber. Das gerade tut mir leid. Ich weiß, ihr habt es gut gemeint. Bitte vergebt mir. Nehmt das hier. Ah. Jebel hält euch eine Flasche Pfotasewasser hin. Jebel!
Bella, sorry. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen. Hier, diesmal in echt. Gewand des alten Magiers. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Jetzt wird es Zeit für uns, ein echtes Wuftopia zu schaffen. Danke für all eure Hilfe. So, und damit dürfte das durch sein hier. Ja, Level 98. Oh, nur noch zwei Level... Sekunde. Ups. Ich wollte mich nur ordentlich hinsetzen. Oh, meine Schultern. Oh, das hat geknackt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.